Herzlich willkommen zum Release von Leadtable 3.0. Es ist endlich soweit. Ich bin sehr happy, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir haben über das letzte halbe Jahr sehr hart an diesem Update gearbeitet. Wir haben für euch sehr viele coole Neuerungen und große Features entwickelt, die ich euch heute zeigen möchte. Also schaut euch bitte das Video komplett an, damit ihr mitbekommt, was sich für euch alles und was sich aber auch für eure Agenturkunden ändert. Lasst uns deswegen direkt loslegen. Ich nehme euch mit auf meinen Bildschirm und zeige euch Leadtable 3.0. Ihr seht schon mal, hier hat sich einiges grundlegend geändert. Wir haben beispielsweise nochmal sehr viel am Design gearbeitet. Im Agenturmenü hier haben wir jetzt zum Beispiel links auch die Sidebar eingeführt. Wir haben es eingeführt, dass die jeweiligen Menüs in solche einzelnen Tab-Menüs nochmal unterteilt sind, was es für euch einfach nochmal sehr übersichtlich macht und sehr leicht damit zu arbeiten. Hier in der Kundenübersicht hat sich vom Aufbau nicht viel geändert, sondern nur vom Design ein bisschen was. Was wir hier beispielsweise neu haben, sind hier oben diese drei neuen Kennzahlen. Vom Aufbau an sich hat sich nicht viel geändert, nur das Design der Kundenkarten ein bisschen. Man kann hier das jetzt nach wie vor konfigurieren über diese Toggles, das kennt ihr ja bisher schon. Die Listenansicht von den Kunden haben wir ein bisschen überarbeitet, ein bisschen schöner gemacht. Ansonsten war es das soweit zu dem Kunden-Dashboard. Wenn wir jetzt in den Kunden reingehen, sehen wir hier direkt, was neu ist, nämlich die Kampagnenübersicht. Innerhalb des Kunden hat man jetzt nochmal einen Überblick über die verschiedenen Kampagnen. So könnt ihr einfach besser sehen, wie viele Leads in den einzelnen Kampagnen vorhanden sind und wie die jeweilige Statusverteilung der einzelnen Leads in den jeweiligen Kampagnen ist. Wir können jetzt hier mal direkt eine neue Kampagne anlegen und sehen dann auch direkt, dass sich auch innerhalb der Kampagne nochmal ein bisschen was geändert hat. Beispielsweise haben wir dieses komplett neue Einrichtungsmenü. Das ist jetzt dazu da, um hier beispielsweise die Statusfelder und Templates zu verwalten und aber auch die Leadquellen zu verknüpfen. Dazu gibt es jetzt diesen Button und da könnt ihr dann, wie ihr das aus der Vergangenheit auch schon kennt, euch die Webhooks kopieren und dann die jeweiligen Leadquellen damit verbinden. Das machen wir jetzt hier kurz mal. Ihr kennt das bisher bei den Integrationen, dann in den Webhooks das Ganze einfügen, veröffentlichen und dann nochmal ein Testlead durchschicken, um die Einrichtung fertig zu machen. Und wenn wir dann hier zurück zur Leadtable gehen, sehen wir, dass die neue Quelle direkt erkannt wurde. Und was jetzt neu ist, ist, dass hier von uns automatisch so ein Profilmapping erstellt wird, das ihr dann aber natürlich noch bearbeiten könnt. Also hier die Datenschutzbestimmungen wollen wir beispielsweise nicht im Profil drin haben oder das hier ist auch irrelevant für den Kunden. Und was auch von uns voreingestellt wird oder vorkonfiguriert wird, ist eine fertige Tabellenansicht. Das hat in der Vergangenheit immer ein bisschen genervt, dass man immer erst in die Konfiguration musste und da immer dasselbe wieder einstellen musste. Bei diesen Standardquellen wie Perspective und so weiter haben wir jetzt immer ein Standard-Mapping schon drin. Somit ist das Leadquelle-Verbinden jetzt noch effizienter. Ihr könnt dann praktisch direkt das Standard-Mapping übernehmen, könnt nur schnell auf Änderungen speichern gehen. Und jetzt seht ihr schon, hier drüben werden dann die Leads auch korrekt hier in der Liste beispielsweise angezeigt. Was wir dann noch verbessert haben in der Einrichtung ist, dass wir jetzt auch mehrere Leadquellen einfach mit derselben Kampagne verknüpfen können. Ich zeige das euch jetzt mal anhand von einer CSV-Datei. Also in dem Beispiel haben wir jetzt einen aktiven Funnel, den wir verbinden wollen, aber vielleicht auch noch ein paar alte Leads, die wir hier jetzt noch hochladen wollen. Das können wir jetzt hier sehr einfach machen über den CSV-Upload. Und jetzt sehen wir hier direkt, werden beide Quellen in der Kampagne erkannt. Und wir können jetzt auch hergehen und diese neuen Felder von der CSV-Datei auf das Mapping eben entsprechend anpassen. Dann werden beispielsweise in der Listenansicht alle Leads von Perspective oder von der CSV-Datei einheitlich im einheitlichen Format angezeigt. Also hier würden wir dann entsprechend noch den Namen reinklicken und so weiter eben hier für das ganze Profil. Genau. Speichern wir das mal beispielhaft. Als nächstes möchte ich euch dann zeigen, was sich alles im Bereich der Lead-Verwaltung verändert hat. Hierzu gehen wir dann jetzt einfach mal weiter in den neuen Kunden. Und hier seht ihr auch schon direkt, dass wir hier zwei Kampagnen angelegt haben, nämlich einmal neu und einmal qualifiziert. Viele von euch machen ja die Vorqualifizierung für ihre Kunden und dafür haben wir jetzt ein komplett neues Setup praktisch, das ich euch gleich mal zeigen möchte. Vorerst gehen wir mal in die Kampagne rein und schauen uns hier nochmal den Table an. Also die Listen und die Kanban-Ansicht gibt es nach wie vor. Hier hat sich halt nur am Design nochmal ein bisschen was geändert. Hier haben wir jetzt beispielsweise so eine coole Drag-Animation drin. Bei der Listenansicht haben wir jetzt beispielsweise diese neuen Checkboxen. Und hier möchte ich euch jetzt mal zeigen, was man damit alles machen kann. Gleich an dem Beispiel hier neu und qualifiziert. Und zwar ist das folgendermaßen gedacht, dass praktisch die rohen Funnel-Leads hier in dieser Kampagne eingehen.
Die sind dann dafür da, um von der Agentur vorqualifiziert zu werden, hier durch diese Pipeline zu laufen. Und wenn hier jetzt beispielsweise Leads dann auf den Status qualifiziert gehen, können wir dann hergehen in die Listenansicht, können uns diese beiden Leads packen und können die dann weiterschieben an die Kampagne qualifiziert. Setzen dann hier den neuen Status in der neuen Kampagne. Und in dem Moment, wo wir es verschoben haben, wird dann beispielsweise euer Kunde, der hier den Zugriff auf die Kampagne hat, benachrichtigt, dass ihr die vorqualifizierten Leads weitergeschoben habt. Und er kann dann eben direkt mit diesen Leads weiterarbeiten, kann Vorstellungsgespräche vereinbaren und so weiter. Diese Checkboxen können noch andere Sachen. Was wir jetzt auch machen können, ist beispielsweise mehrere Leads auf einmal löschen. Wir können auch mehrere Leads auf einmal in einen neuen Status verschieben. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, okay, mit den beiden haben wir ein Vorstellungsgespräch vereinbart, dann können wir den Status auf einmal wechseln. Und die letzte Option, die wir haben mit dieser Checkbox, ist hier der PDF-Export. Einige Agenturkunden von euch haben hier nach wie vor den Wunsch, die Leads als PDF zu exportieren, auszudrucken, wie auch immer. Das kann man jetzt hier relativ easy über diese PDF-Export-Funktion machen. Das machen wir jetzt mal kurz mit diesem Beispiel. Und dann zeige ich euch mal kurz, wie diese PDF aussieht. Hier in einem neuen Tab. Das war folgendermaßen hier mit eurem Agenturlogo. Relativ simpel gehalten. Aber so können dann eure Kunden damit arbeiten. Können das beispielsweise ausdrucken für ein Vorstellungsgespräch oder solche Geschichten eben. Dann als nächstes zu dem Lead View. Hier hat sich gar nicht so viel verändert. Wir haben das Ganze nur ein bisschen designtechnisch aufgeräumt und cleaner gehalten. Die Dateien sind jetzt hier beispielsweise in einem neuen Tab. Hier haben wir auch eine kleine Änderung. Hier kann man jetzt nämlich mehrere Dateien auf einmal hochladen. Das seht ihr jetzt hier, macht das Ganze ein bisschen praktischer. Ansonsten funktioniert der Lead View wie gehabt. Das heißt, da ändert sich für eure Kunden nicht so viel. Die Notizen bleiben vorhanden, die Beschreibung bleibt. Was sich allerdings verändert hat, ist, dass jetzt jeder Lead hier auch eine eigene URL hat. Das bietet uns einfach die Möglichkeit, auch Leads einzeln über Chats oder E-Mails und so weiter zu versenden, dass sich eben nicht nur die Kampagne generell öffnet, sondern man eben direkt zum entsprechenden Lead kommt, den man bearbeiten möchte. Wir haben dieses Update jetzt auch genutzt, um nochmal viele kleine Verbesserungen für euch zu entwickeln. Zum einen haben sich die Ladezeiten jetzt verbessert. In der Vergangenheit war es immer ein bisschen problematisch, wenn man ein Table mit sehr vielen Leads hatte, dass diese schnell geladen haben. Da haben wir jetzt nochmal einige Sachen optimiert. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist, dass ihr als Agentur hier in den Einstellungen unter Branding euer eigenes Impressum verlinken könnt. Führt dann einfach dazu, dass wenn euer Kunde beim Login auf das Impressum klickt, er nicht bei uns bei Lead Table landet, sondern in deinem entsprechenden Agentur-Impressum. Sprich, das Ganze trägt nochmal zum Thema White Labeling bei. Grundsätzlich haben sich auch nochmal die Sortiermöglichkeiten verbessert. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, beispielsweise die Kundenübersicht oder eben auch die Kampagnenübersicht zu sortieren. Und was jetzt eben neu ist, dass das auch pro Account lokal gespeichert wird. Das heißt, wenn man sich einmal ausloggt und wieder einloggt, ist die Standardsortierung, die man eben persönlich präferiert, voreingestellt. Das Gleiche gilt dann eben auch für die Kanban- oder Listenansicht. Sprich, wenn du einmal eingestellt hast, dass du lieber mit Liste arbeitest, dann bleibt das immer so im Account. Das Gleiche gilt aber auch für Kanban. In der Vergangenheit war es so, dass wenn du dich immer wieder neu eingeloggt hast, musste man aktiv auf Kanban wieder wechseln. Wenn man das jetzt einmal geswitcht hat, ist das praktisch die Standardansicht für diesen Account. So, als nächstes möchte ich euch mein absolutes Lieblingsfeature in diesem Update zeigen, nämlich die internen E-Mail-Automatisierungen. Darauf habt ihr auch schon sehr lange gewartet. Ab jetzt werdet ihr euch alle Automatisierungen, die irgendwie mit Make, Zapier oder irgendwelchen externen Tools rund ums Thema E-Mails laufen, sparen können. Hierzu gehen wir mal in den Kunden rein. Ihr seht auch, wir haben uns dafür entschieden, diese E-Mail-Automatisierung jeweils auf Kampagnenebene zu machen. Also ihr seht das auch oben hier in diesem Tab-Menü, gibt es den neuen Punkt E-Mail-Automatisierung. Das Ganze möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ihr seht hier auch schon, das ist der Punkt, wo die bisherigen Benachrichtigungen, die ihr schon kennt, jetzt mit drin sind. Die Standardbenachrichtigungen neuer Lead, Lead 24 Stunden unbearbeitet und Lead 72 Stunden unbearbeitet, die könnt ihr hier nach wie vor aktivieren, hier festlegen, an wen das Ganze auch geht. Hier kann man jetzt beispielsweise auch die Agentur auswählen oder vielleicht sogar der Mitarbeiter, der sich aktiv um diese Leads kümmert und das Ganze dann hier aktivieren. Und hier unten ist dann praktisch der Platz für die eigenen Automatisierungen. Hier habe ich jetzt auch schon ein paar erstellt. Solche Geschichten wie Eingangsbestätigungen an die Leads, automatische Absagemails, Erfolgsmeldungen an das Team und so weiter könnt ihr hier jetzt alles automatisieren. Damit ihr das Ganze eben nicht pro Kampagne und Kunde wieder komplett neu machen müsst und relativ effizient mit diesem Feature seid, haben wir dafür auch ein eigenes Vorlagenmenü. Ihr seht jetzt hier, was ich hier schon erstellt habe, ist eine automatische Absagemail-Vorlage. Und eben eine Vorlage für eine Bewerbungseingangsbestätigung. Dann können wir hier kurz mal draufschauen. So sieht das Ganze aus.
Ihr könnt hier jetzt auch eben mit entsprechenden Variablen arbeiten, wie beispielsweise den Lead-Namen oder eben den Kundennamen, was sich dann eben wieder automatisch je nach Lead und Kampagne anpasst. Und so sieht das Ganze dann aus. Ihr seht jetzt hier eine Standard-Absagenachricht eben, wo auch praktisch immer der Lead-Name dann eingefügt wird. Hier unten ist dann jeweils nochmal die Signatur für den Kunden. Das müssen wir dann eben halt noch individuell anpassen. Aber ansonsten können wir hier relativ viel mit diesen Vorlagen arbeiten. Dann haben wir hier auch eigene E-Mail-Konten. Heißt, ihr habt nicht nur die Möglichkeit, mit unserer bisherigen No-Reply-at-Lead-Table diese Automatisierungen zu erstellen, sondern sogar mit euren eigenen E-Mail-Adressen, sprich 100% gewhite-labelt. Wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen. Und zwar haben wir hier zwei Drittanbieter, mit denen wir hier arbeiten, nämlich einmal Brevo, was unsere Hauptempfehlung ist, und SendGrid. Und was ihr jetzt eben machen könnt, ist folgendes. Ihr könnt euch einen Brevo-Account anlegen und dort alle standardmäßigen Absender hinterlegen, sprich eure Agentur-E-Mail-Adresse, irgendwelche neutralen Domains, die ihr für den Recruiting-Case oder ähnliches verwendet, oder eben auch die Absenderadressen eurer Kunden. Dazu gibt es in der Academy Anleitungen von mir, wie ihr da auch ganz leicht ohne SMTP-Eintrag und so weiter Adressen eurer Kunden hinzufügen könnt und somit dann auch im Namen eurer Kunden eben die Mail an Leads versenden könnt. Hier habe ich jetzt beispielsweise schon mal einen Brevo-Account connected, nämlich den Silvester-Agency-Account. Und ihr seht hier jetzt auch, dass man hier mehrere Sender hat. Das könnten jetzt mehrere Agentursender sein, das könnten eure Kunden sein und so weiter. Wenn wir dann nochmal rüberschauen auf die Automatisierungen, sehen wir, wie das Ganze dann abläuft. Ich erstelle jetzt hier mal eine neue Automatisierung. Wir haben hier verschiedene Trigger, nämlich momentan 3 Stück. Eine Statusänderung, neuer Lead und Lead gelöscht. Bei Statusänderung kann man dann sowas einstellen, wie wenn ein Lead von beliebig auf, sagen wir mal, Absage geht, dass er dann eben eine E-Mail bekommt, wenn er von einem gewissen Status auf einen anderen Status geht. Eben solche Geschichten. Ich mache jetzt hier mal eine Automatisierung mit dem Trigger neuer Lead. Nenne das Ganze jetzt mal Bewerbungseingangsbestätigung eben an den Lead. Hier unten ist dann direkt mein Standard-Absenderkonto hinterlegt von Brevo beispielsweise und kann dann hier auch die Absender-E-Mail nehmen. Also das wäre dann bei jedem Kunden beispielsweise was anderes. Es sei denn, ihr nehmt einen Standard-Absender für alle Kunden. Ich nehme jetzt hier mal info@leadtable, kann dann hier festlegen, an wen diese Automatisierung gehen soll. In dem Fall ist es natürlich für den Lead relevant, kann hier aber auch Mitarbeiter, Kunden oder den generellen Agenturzugang hinterlegen oder kann sogar eigene E-Mail-Adressen händisch eintragen. Hier unten müssen wir dann nur noch die Vorlage auswählen, mit der wir arbeiten möchten. In dem Fall jetzt unsere Vorlage Eingangsbestätigung. Und dann müssen wir nur noch eine Sache ändern, nämlich unten die Signatur bzw. das Impressum halt auf die jeweilige Kampagne und den jeweiligen Kunden anpassen. Das geht dann auch relativ schnell. Und dann können wir auch schon die Automatisierung speichern und direkt aktivieren. Dann gibt es noch eine Sache, nämlich das i hier daneben. Hier drin wird dann einfach geloggt, wer diese Automatisierungen erhalten hat, dass ihr auch nachvollziehen könnt, okay, dass das Ganze funktioniert, dass es wirklich an die Leads rausgesendet wurde. Das war's soweit jetzt mit den Features von Leadtable 3.0. Es gibt jetzt vielleicht noch ein paar Sachen, die ihr noch erwartet, beispielsweise die Meta-Direktintegration. Dazu kann ich euch sagen, die ist soweit fertig, ist jetzt nur noch im Verifizierungsprozess von Meta. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich in kurzer Zeit, in wenigen Wochen wahrscheinlich nachreichen. Dann gibt es noch viele weitere kleinere Features, die wir jetzt erstmal noch rausgehalten haben, aber innerhalb der nächsten Wochen releasen werden. Dazu gehört beispielsweise die globale Suche, dass ihr, egal wo ihr gerade im Account seid, immer schnell irgendwas suchen könnt, sei es Leads, Kampagnen, Kunden und einfach noch effizienter mit Leadtable arbeiten könnt. Das nächste, was kommen wird, ist dann auch eine automatische Bewerberdatenlöschung. Sprich, wenn ihr DSGVO-konform arbeiten wollt im Recruiting-Fall, könnt ihr einstellen pro Kampagne, dass beispielsweise die Leads nach, sagen wir, 6 Monaten automatisch gelöscht werden. Ich werde in nächster Zeit auch nochmal einige Inhalte in der Academy releasen, sprich Anleitungen zu Leadtable, irgendwelche Automation Blueprints zu Make, da wird noch viel kommen. Wir werden auch ein paar externe Experten mit reinholen, die zu gewissen Themen euch einfach Mehrwert liefern können. Und was ich mir noch überlegt habe, ist, dass ich euch Marketingmaterial für eure Agenturkunden zur Verfügung stellen möchte, sei es irgendwelche Mockups von Leadtable, die ihr dann auch white-labeln könnt und so dann wieder geil für eure Kunden mit eurem eigenen Portal werben könnt. Abschließend gilt es jetzt eigentlich nur noch 2 Fragen zu beantworten, nämlich wann geht dieses Update live und was kostet mich das Ganze? Zur ersten Frage, es ist geplant, dass am folgenden Wochenende, dem 12. und 13. die Änderungen live gehen, dass ihr dann am Montag darauf direkt damit auch mit euren Kunden durchstarten könnt. Zu den Kosten, da haben wir uns dafür entschieden, die neuen Features nicht extra zu bepreisen, sondern das Ganze in eure bisherigen Pläne mit reinzupacken.
Zum Schluss noch eine Bitte an euch, sendet uns gerne euer Feedback zu, also was gefällt euch besonders gut an dem Update, was können wir vielleicht noch verbessern oder wo sind noch kleine Bugs, das kann bei so einem großen Update immer mal auftreten. Unser Team wird sich auf jeden Fall freuen über positives Feedback. Die Jungs haben echt über das letzte halbe Jahr hinweg und auch jetzt über Weihnachten, Silvester und so weiter echt Gas gegeben und meiner Meinung nach sehr gute Arbeit geleistet. Das heißt, da freuen wir uns auf jeden Fall über eure Rückmeldung. Grundsätzlich haben wir in diesem Jahr auch noch viele weitere spannende Sachen geplant. Es sind ein, zwei große Features in der Pipeline, mit denen bisher, glaube ich, noch keiner rechnet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Kunde zu bleiben. Da wird noch viel Cooles von uns kommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesen neuen Features von Leadtable 3.0. Ich glaube, damit könnt ihr auf jeden Fall im Jahr 2024 eure Dienstleistung auf ein neues Level heben und euer Fulfillment noch effizienter gestalten.